Ja, es ist halt doch recht schwierig in der Schweiz, weil die Schweizer vielleicht ein bisschen introvertierter sind oder nicht gerade so aus sich rauskommen. Es braucht also ein Moment. Man muss beweisen können, dass man eine Freundschaft kann haben. Manchmal, ich weiss es, ich kann es so persönlich nicht sagen, weil ich bin selber Ausländer und ich bin eigentlich hier bestens integriert. Ich habe viele Schweizer Kollegen, auch ausländische Kollegen, aber ja. Es sind eigentlich nicht nur die Schweizer selber so, wo ich bin, zum Teil sind sie ein bisschen verschlossen, aber es sind auch zum Teil die hier aufgewachsen sind, die zum Beispiel aus Amerika kommen, aus der Türkei, so allgemein, es kommt auch immer auf die Menschen selber drauf an. Ja, es ist nicht so einfach, nicht so einfach. Und das große Problem für mich ist Schweizerdeutsch. Wenn ich kann das nicht sprechen, wenn ich spreche ein bisschen Hochdeutsch, ist okay, aber wenn Sie sprechen zusammen und Sie sprechen Schweizerdeutsch, dann ich denke, kann das nicht folgen. So, das ist dein Problem. Also ich finde vor allem ist mal wichtig, dass man Leute findet, die gleichen Interessen haben, damit man ein Thema hat, wo man darüber reden kann. Und dass die Ausländer auch können, also besser Deutsch können, weil sonst gibt es meistens so Missverständnisse, wenn man etwas falsch versteht zum Beispiel. Aber meistens, die Schweizer sind fantastisch, die Jungen besser als die Alten. Aber ja, es ist nicht normal mit der Schweiz. Nicht ganz normal.